Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was schaffen wir denn heute? Kuppeln. D4i. Das ist da. D4 inbound. Okay. Bom, 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 bom. Den muss ich haben. So. Wir müssen jetzt rückwärts fahren. So, die letzten haben wir ja nach D3 U gebracht und jetzt müssen wir D4. Obwohl der hintere Buchstabe ist eigentlich nur für die Akten, nicht für uns wichtig. D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist für uns wichtig. Glaube, wir müssen hier hin. Und der muss na dahin. Nämlich genau da die Wagen. Und nur gucken, ob das die richtigen sind. 5, ja genau. Und da haben wir nämlich 6 und zum Ausladen 7. Und natürlich sind wir viel zu schnell. Und dann dürfen wir wieder diese Flachwagen sortieren. Ja, ich merke sie jetzt schon kommen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Wagen müssen das sein. Oh, vier, sechs, sieben, ja. D7L und dann geht's los. Weil dahin, einer da. Nach G, nach D. Okay. Erstmal müssen wir jetzt darüber ausladen. Ach, das ist schön, wenn das so alles funktioniert, ne? Ich finde das einfach klasse. Und hopp. So, die Weiche muss ja richtig liegen, ja? Also sogar noch falsch.
Ja, sag mal. Ach ja, wir hatten ja, wo wir losgefahren sind, haben wir ja da einen Zug rausgeholt, ne? Da, wo jetzt wieder was steht. So, nun Bücher richtig. So muss das sein. Wunderbar. Oh, wir können sie ja auch von hier aus schmeißen. Also von meinem Platz aus. Von meinem Mitfahrerparkplatz. Die eine Lok mit der Gangschaltung, die lässt sich leider nicht über die Fernbedienung fahren, genau wie die große. Was wollte ich sagen? Damit rangieren macht auch richtig Spaß. Also ne, das fährt sich eigentlich ganz gut. Wenn man weiß, wie man so fahren muss. Aber leider keine Fernbedienung. Und ich finde auch, wenn es bergab geht und die fängt an zu rennen und man schaltet, das hat echt den richtigen Gang. Kann ich schnell genug hochschalten. Da fliegt dann sofort das Ding um. Mir ist das Ding so um die Ohren geflogen. Deshalb lassen wir es. Genau wie die Dampflok. Ne, mit den Dampflok, das ist auch so ein. Ja, so ein. Muss man üben. Werden wir aber irgendwann mal machen. Aber jetzt erstmal die ganzen anderen Sachen machen. Auch die Militär, Konzessionen und alles. Erstmal die Konzession verdienen. Die nächste ist natürlich richtig teuer. Geh weg. Auch enger konnten sie nicht stellen. Na, ist egal. Die müssen wir erstmal alle haben. Und dann werden wir uns mal mit den Dampfloks beschäftigen. Einfach nur so. Einfach weil wir es können. Dürfte eigentlich alles drin sein, ja. So, ein B entladen. Man, das hätte jetzt. Aber das wäre schön, wenn man hier auf Entladen geht. Oder wäre nur ein Button, also nicht so ein Hebel, so ein Button, den drückt man. Und dann fährt der Kran. Zack, zack, zack. Er braucht ja bloß mal eben so dahin. Ne? Und dann rüber. Und dann ist es entladen. Na, ist egal. Was nicht ist, kann ja noch werden. Lebensmittel in Dosen.
So ist es. So, was haben wir jetzt? Die 519. Wo haben wir sie? Das ist sie nicht. Auch nicht. Also ist er wahrscheinlich der Erste. Na? Jawohl. Stellen wir uns da drauf. Die 519, die geht nach D1. Dann ab nach D1. So, D1 wäre, die muss ich auch noch schmeißen, ne? Ja. Da drüben. Ach so, brr, brr, brr. Stopp! Nicht so viel. Nee, zwei. Huch! Noch ein kleines Stückchen noch. Klein bisschen. Wow! Aber gut hier. Na, passt das? Ja, die müssen aneinander vorbeipassen. Ach ja, dicke Platz hier. Hopp. Wow. Schön gemacht. Muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist schon fertig in der Engine. Man muss es bloß aktivieren.
So, jetzt muss ich gucken, welche anderen dort waren. Die müssen dann nach C1S. Die gehen nach G6. So, die gehen nehmen wir erstmal. Dann haben wir ja drüben. Und da müssen wir schlafen. Was ist das? 708 und 900. So, dann sind das nämlich die zwei. 206, die nach C gehen. Und 670. Jo, das passt sehr gut. Eigentlich passt das sehr gut, ja. Dann können wir nämlich die jetzt hier rausziehen, rübersetzen nach G und dann fahren wir die zwei rüber nach C. Das passt dann sehr gut. Jetzt weiß ich bloß nicht, welchen G. G6. G6 müsste ganz links sein. Ganz rechts. Links. Ja, das ist bei mir. Ich bin Linkshänder. Deshalb, wenn ich denke, ich muss nach rechts, sage ich nach links. Ach so, wir könnten eigentlich bremsen, ne? Sechs war das, ne? G6. Ja. Fünf, sechs ist hier. Stehenschuhwagen muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Wenn ich nicht wieder eine Weiche verkehrt gelegt habe. So wie das immer bei mir ist. Ah, sieht diesmal gut aus. Ich werde immer besser. Eins, zwei, drei, vier Stück müssen wir haben. Der muss noch mit rein. Noch ein bisschen vor. Ja, Bremse ist drauf. Aber das doch richtig. So. Auf geht's. Nach C. C1. Klar. Immer dann, wenn man nichts sieht, ne? Muss ja dann immer gucken, wenn man nichts sieht. Kannst ja nicht warten, bis du im Licht bist. Öskop. Jetzt wird es gleich hell. Jawohl, C ist da unten. Perfekt. Haben wir wieder eine Aufgabe.
Ach, wir haben nur die eine Weiche, das ist egal. Dann passt das ja. Stehender Wagen. Oder? Nee, ist ja ganz leer. Okay, dann können wir mal absteigen. Ja, dann haben wir es ja gleich geschafft, ne? Noch einmal rüberfahren. Ich meine, ich könnte jetzt auch rüberlaufen. Aber wir sind ja faul. Ich bin ein faules Stück Scheiße. Da muss das so sein. Hey, immerhin, besser schlecht gefahren wie gut gelaufen, oder? Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt schon Wartung machen müssen oder ob wir noch einmal rumkommen. Aber wir müssen eh erstmal pennen gehen, ja, das heißt, wir müssen auch in die Lok rein. Irgendwo kann man doch hier einsteigen. Ah, wir haben Licht. Sehr schön. Da, 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 da. So, Aufgabe abgeben. Gibt's Geld? Jawohl. 17.000. Naja, immerhin, ne? Gut gemacht. Keine Umweltsünden. Bin ich nicht klasse? Was sagt die Uhr? Oh, 12 Uhr. Dann wird Zeit, dass wir ins Bett gehen, ne? Fünf Uhr vierzig. Nicht zu früh aufstehen. Zu spät. Weil wir haben viel zu tun. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. So. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Bye bye.